Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Spirit Talk. Heute mit Cordula Römer. Und wir haben ein ganz besonderes Repertoire an Themen, die wir euch anbieten können. Aber bevor wir einsteigen, liebe Cordula, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich riesig, weil wir ja schon ein bisschen Tuchfühlung aufgenommen haben und so viele Themen gleichzeitig haben, die uns interessieren. Magst du dich bitte mal kurz meinen Leuten vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ich bin aus dem Berliner Raum und arbeite seit gut 10 Jahren mit und für hochsensible Menschen. Inzwischen hat sich das auch ein bisschen ausgeweitet auf Hochbegabung, weil ich da durchaus auch eine Brücke oder Parallelen sehe. Ich bin von Hause aus sowieso Beraterin. Ich bin Diplompädagogin, habe schon immer im beratenden Feld gearbeitet, habe das jetzt seit 10 Jahren auch ausgeweitet für hochsensible Menschen. Das heißt, ich coache und berate und gebe Fortbildungen für Fachkräfte und habe inzwischen auch ein paar Bücher dazu geschrieben. Die hinter dir stehen. Vielleicht können wir da gleich mal drauf zugreifen. Ja, und wie immer in meinen Videos, ich verlinke euch alles unten, was jetzt im Video auftaucht, ja auch deine Zugangsdaten, ja, wie man dich erreicht, deine Webseite und so weiter. Also ja, wenn ihr euch interessiert, könnt ihr Cordula unten gerne besuchen im Internet. Ja, gerne, herzlich willkommen. Wir haben uns ein bisschen vorab unterhalten und heute, 4. Mai 2020, habe ich ein Video hochgeladen zum Thema Impfen, nein, danke. Habe jetzt schon nach ein paar Stunden so viele Kommentare und E-Mails und ich weiß nicht was bekommen, ist mir mal wieder so eine Welle. Aber daran habe ich gemerkt, wie angespannt die Menschen sind, wie gestresst sie sind. Dadurch, dass in meinem Feld, genau wie bei dir, ja sehr, sehr viele sehr sensible bis hochsensible Menschen sind, wäre meine Idee, dass wir mal darüber sprechen, wie man mit diesen Krisen wirklich gut umgehen kann. Ich habe schon einige Videos zur Krise gemacht, nur jeder neue Gesprächspartner bringt ja wieder neue Facetten ins Spiel und dadurch, dass du dich ja wirklich so intensiv gerade mit dem Thema Hochsensibilität, Hochbegabung befasst und einen sehr großen, auch spirituellen Hintergrund hast, würde mich mal interessieren, dich rufen ja auch Menschen an, was kann ich tun? Oh Gott, die Welt bricht zusammen. Was machst du dann? Was empfiehlst du? Es ist tatsächlich so, dass also zumindest mit den hochsensiblen Menschen, also mit den meisten, mit denen ich derzeit arbeite, die Krise wirklich viele Ängste und Sorgen auslöst. Das ist wirklich so. Also selbst wenn sie vorher stabil waren, sind sie jetzt wirklich in Ängste gerutscht. Und eigentlich so wie du empfehle ich auch immer erstmal die Erdung. Das heißt, das Beruhigen, die Erdung, die Ruhe, absolute Ruhe. Ich mache oder ich sage dann auch oft oder gebe so Vorschläge, ganz alltägliche Erdungen zu machen. Entschuldigung, das sind die Katzen hier. Die wollen auch mal ein bisschen mitreden. Also rausgehen, soweit es halt geht, spazieren gehen, barfuß gehen oder barfuß in der Wohnung sich bewegen, viel Wasser trinken, meditieren. Ja, genau, ich hab's das. Also ganz, ganz schlichte Dinge im Prinzip, bei denen die Betreffenden aber das Gefühl haben, sie kommen wieder zur Ruhe, sie kommen wieder in eine Entspannung rein. Ich empfehle tatsächlich auch oft auch spirituelle Videos und auch sehr, sehr gerne deine Videos. Und zwar genau deswegen, weil ich finde, dass du sehr oft diesen positiven Fokus stark betonst. Und den finde ich in dieser Zeit unglaublich wichtig. Ja, also wir sind beballert, entschuldige, aber wir sind einfach beballert von Informationen, die nichts anderes im Moment zu sagen hat als Panik und Angst.
Ja, und ich merke das bei mir selber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke das, wenn ich auch nur ein bisschen zu viel gucke, und ich merke das sofort, ne, dann komme ich so schlecht drauf. Ja, dann kommen alle alten Ängste und miesepetrigen Gedanken, die kommen dann also ganz schnell wieder und sagen, juhu, ich bin hier. Ja, und dann weiß ich, wieder abschalten, wieder, okay, was sagt Sonja, was sagen andere, wieder runterkommen, meditieren. Also ich muss das für mich genauso tun. Mhm. Ich möchte es kurz mal einflechten. Wir beide haben heute sozusagen einen Power-Tag. Du hast mich vorhin interviewt und ich werde dann später, erstmal machst du das in deiner Community online und dann werde ich es auch in meinen Kanal hochladen, weil ich es super wichtig finde, worüber wir gesprochen haben. Ein Thema ist für mich aktuell, ich verbinde ja alles, Körper, Geist und Seele, dass wir sehr stark als sehr sensible Menschen über unseren Körper reagieren. Das Herz ist ja der erste Reaktionspunkt, weil wir ja mit unserem Schwingungsfeld, mit jedem Pulsschlag eine Schwingung erzeugen und mit dem Feld mit allen anderen in Verbindung sind, die ja auch einen Herzschlag haben. Auch die Erde hat einen, der Kosmos hat einen. Gleichzeitig haben wir die Thymusdrüse, die sitzt knapp über dem Herzen. Und das ist unser Energieverteiler. Auch da passiert was, wenn wir mit der Umwelt reagieren. Und was meinem Gefühl nach auch sehr stark reagiert, ist der Bauch und da der Solarplexus, also der Nervenknoten, der unterhalb des Brustkorbes sitzt. Und diese drei, alleine schon diese drei Felder, Thymusdrüse, Herz und darunter der Solarplexus, reagieren auf die Umwelt. Beim Hochsensiblen auf die Emotionen am stärksten. Ja. Und ich in vielen, vielen Videos gesagt habe, wir sind quasi im Moment erdrückt in einer Emotionswolke. Und ich habe das Anfang des Jahres schon gesagt, als es kamen ja so viele Krisen hintereinander. Australien hat gebrannt und in Deutschland sind die Leute ausgeflippt. Wir haben die Meditationswellen gemacht, wir müssen für Australien beten. Und ich habe immer gesagt, Leute, das passiert jedes Jahr. Wollt ihr jetzt jedes Jahr in Panik verfallen? Ja? Und dann haben die Menschen das ja auch noch mit verstärkt, ja, sodass sehr viele Menschen, aber noch mehr Tiere gestorben sind. Hochsensibel neigen dazu, im Mitleid zu zerfließen. Und ich sage mal, Mitleid nicht, ist Gift. Mitgefühl, ja, ist aktiv, aber Mitleid ist Gift, so. Und wir reagieren über unseren kompletten Körper und es geht direkt rein ins Feld. Und das Einzige, was wir tun können, um dem ein wenig Stand zu halten, ist, von innen heraus stabil zu sein und um uns herum ein Feld auszudehnen, auszubreiten, in dem eine positive Schwingung herrscht, in dem wirklich wir mit dem Herz als Mitte in unserer Kraft sind, in unserer Selbstermächtigung, Selbstverantwortung, Klarheit, damit wir wirklich mal diese ganzen Emotionen der anderen wegschieben und sagen, mach das bitte alleine ohne mich. Es sei denn, wie du und ich, wir stellen uns zur Verfügung, um diese Menschen aufzufangen. Aber das ist ein Unterschied. Mhm. Ja, also krasses Thema und das Krasseste seit dem Beginn der Krise für mich ist diese Zwangsimpfung. Man hat darüber gesprochen, es wurde spekuliert. Ich habe dann gehört, ja, das Virus ist jetzt noch relativ neu und bis es eine Impfung gibt, vergehen, wenn man den richtigen Weg geht, nämlich erstmal testet, mindestens 1 bis 2 Jahre. So, dann kommen die quasi eine Woche später mit der Zwangsimpfung um die Ecke. Eigentlich brauchen die 5 Jahre, um eine Impfung wirklich halbwegs standfest zu machen. Und für SARS-1, also den Vorgänger sozusagen von Covid-19, der vor 16 Jahren rumging, haben sie bis heute noch keine Impfung. Also und ich habe gehört, dass sie sogar Impfungen zwar entwickelt haben, die aber so scheußlich sind, dass sie die Menschen, wenn nicht umbringt, aber doch schwerst lähmt. Ich glaube, da gibt es sogar schon Fälle in Amerika, wo sie es probiert haben, ganz, ganz katastrophal, mussten sie wieder einstellen. Ja, also
es ist, also von dem, ich meine, ich kann ja auch nur sozusagen die Medien gucken, die angeboten werden. Aber dem ist einfach zu entnehmen, dass es in keinster Weise eine medizinisch korrekte Arbeitsweise ist, zu sagen, wir verkürzen einen Forschungsweg auf einem Gebiet, der hoch gefährlich ist, im Sinne von, ist es wirklich gesund, macht es das, was es tun soll, vermeidet es alles andere so umfangreich wie auch nur irgendwie möglich. Ja, und wenn das verkürzt wird, ich meine, dann können wir auch die Stoßstangen an den Autos abbauen und ich weiß nicht was alles, ne? Dann setzen wir einfach irgendwie den Sitz auf den Motor und dann ist gut, dann fahren los. Es ist ungefähr das Gleiche. Ja, das macht man mit dem Motorrad im Grunde auch. Ja. Deswegen ist das ja auch so gefährlich. Genau. Okay, also unsere Gespräche, deine und meine mit den Menschen, dienen ja dazu, ihnen nicht noch mehr Angst zu machen, sondern im Gegenteil, sie zu bestärken, dass sie an sich glauben, kraftvoll sind, damit sie gesunde Entscheidungen treffen können. Und da ich ja so oft gefragt wurde, was machst denn du jetzt mit der Impfung, habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Video und sage, ich nicht. Also mein Lieblingswort zu dieser ganzen Welt im Moment, und das hat schon vor ein paar Jahren angefangen, ist einfach nur noch Kasperletheater. Ich stehe auch dazu. Das ist meine Position, dass ich sage, was in der Politik, in der Wirtschaft, in dieser Gesellschaft global passiert, ist ein Theater, ein sehr peinliches Theater. Also ich finde Menschen mittlerweile größtenteils eher peinlich. Ich habe auch meine peinlichen Aspekte, die habe ich zum Glück ein bisschen bearbeitet, dass sie nicht mehr ganz so peinlich sind. Aber wie wir mit der Welt umgehen, der Erde umgehen, den Menschen, den Tieren umgehen, es ist nur noch peinlich. Und das, was jetzt passiert, das setzt dem Ganzen echt noch die große Narrenkappe auf, und zwar eine goldene. Ja, ja. Also ich nutze da schon auch ganz gerne so den Terminus des Ego, weil also ich komme ja eher aus einer psychologischen Richtung, also das heißt, ich verpsychologisiere alles und sehe in allem sozusagen das psychologische Phänomen und Problem dahinter. Und ich verfolge nicht den Ansatz zu sagen, dass das Ego überwunden werden sollte. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, was ja über einige Jahrzehnte in der spirituellen Bewegung durchaus mal ein hehres Ziel war. Ja, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, für diejenigen, die ganz frisch dabei sind. Es gab ja in den uralten Traditionen vor Jahrtausenden wirklich den Begriff töte das Ego, gerade in der indischen oder in den asiatischen, sag ich mal, Traditionen. Ja. Bitte, entschuldige, ja, wollte ich noch einfügen. Ja, also ja, auch ich denke auch die alten Traditionen haben ja auch so ihre Wege. Und wenn wir als Menschheit mal angucken, okay, also ne, wenn wir jetzt 60.000 Jahre abschließen, wenn wir den großen Zyklus von 26.000 Jahren nehmen, ne, wo jetzt auch sozusagen ein Zyklus abgeschlossen wird und ein neuer 26.000 Jahre Zyklus beginnt. Das heißt, also wir haben so riesige Themen, die sich jetzt sozusagen neu gestalten, die sich jetzt verändern. Und ich sehe ja jede Entwicklung auch in einer Spirale. Das heißt, die Themen kommen wieder, aber sie kommen in einer anderen Energie, sie kommen auf einer anderen Ebene wieder. Ne? Also das spielt ja aus meiner Sicht da alles rein. Und ich denke, dass das Ego ist durchaus nötig, um bestimmte, ich sage jetzt mal so salopp, Alltagsdinge zu regeln. So, ja, also wann gehe ich einkaufen und was kaufe ich ein und sollte ich bei der Arbeit lieber irgendwie den Schritt zuerst machen oder lieber den Schritt. Aber so Sachen zum Beispiel wie Lebensplanung, ja, oder das, was du und ich wahrscheinlich auch eher intuitiv gestalten, also die Arbeit mit und für Menschen, das Begleiten, da ist so viel Intuition, da ist so viel Baucharbeit drin, da hat das Ego nichts zu suchen. Und deswegen sehe ich das so, was sich hier aufbäumt, ist das Ego, weil wir kommen definitiv aus einer Ego-Gesellschaft, Ellbogen hoch 5. Ich meine, wir haben es alle in irgendeiner Form erlebt.
weil das fängt einfach auch schon in der Kita an. Also im Moment ist da niemand von verschont. Und wo es hingeht, ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Zeit, wo wir lernen, die Intuition wertzuschätzen, überhaupt mal zu begreifen, was ist das überhaupt, oder zu fühlen, besser gesagt, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, was soll ich damit machen, so, ne, wenn ich da noch nicht vertraut bin. Und aber, und das finde ich auch das Spannende, und da sehe ich auch einen wichtigen Bereich für Hochsensible, wie integrieren wir diese Veränderung der Ausrichtung, auch der Bewertung von Ego und Intuition, ich mache das jetzt mal als Gegenspieler auf, wie integrieren wir das in einen gesunden Lebensalltag, in einer Gesellschaft, im einzelnen Leben, aber auch, und das ist das, was ich zurzeit sehr, sehr interessant finde, tatsächlich in einer sozialen, zukünftigen Gesellschaft. Ja. Also ich habe gelernt in den vielen Jahren, die ich mich damit intensivst beschäftige, also schon vor meinem spirituellen Erwachen habe ich mich ja mit Menschen beschäftigt, um zu überleben. Das ist auch so ein Ding von Hochsensiblen. Wir beobachten die Menschen genau, weil wir ja immer Angst haben, wir sind ja falsch und dann müssen wir uns anpassen. Also müssen wir wissen, was wollen die eigentlich von mir? Was muss ich jetzt wieder tun? Bis wir aufwachen und sagen, ich will mich nicht mehr anpassen, ich will ich sein. Ja. Das spielt für mich das Ego insofern eine große Rolle in meiner Philosophie, dass es der Motor des Lebens ist. Also ich komme als Seele, unsterbliche, ewige, göttliche Seele in einen Menschenkörper, verankere mich da, und um hier überhaupt leben zu können, in dieser Dualität der Spannung zwischen Licht und Schatten, zwischen Gut und Böse und so weiter, um da wirklich überhaupt ankommen zu können. Irgendwann kommt dann im Laufe der Entwicklung, bei manchen mittlerweile immer früher, aber bei einigen eben auch erst spät, der Punkt, wo ich sage, okay, ich mag nicht mehr anpassen, funktionieren, ich will nicht mehr in dieser Tretmühle, in dem Hamsterrad sein, um dann zu bemerken, das ist meine Sichtweise, das Ego versucht uns am Leben zu halten. Das sichert unser Überleben, ist gekoppelt an das Gehirn, den Verwalter unserer Erinnerungen, und gekoppelt eben an all das, was ich jemals erfahren habe. Und es hat Angst vor jeder Entwicklung. Wenn wir das schon mal nehmen, ist für auch für normal sensible Menschen schon jede Veränderung ein Risiko. Für hochsensible Menschen jedoch ist eine kleine Veränderung schon gigantisch. Wenn wir das mal als Basis nehmen, dass das Ego uns beschützen möchte vor den Risiken, ist ja jede Veränderung schon manchmal ein Drama. Was wir aber jetzt erleben, und das hat sich ja über die Jahre jetzt aufgebaut, ist ja nicht nur, dass wir umziehen müssen oder dass wir, was sehr schmerzhaft ist, vom Partner verlassen werden oder wenn ein Mensch stirbt. Das ist schon schmerzhaft genug. Aber wir erleben gerade das Zerbrechen unserer ganzen Zivilisation und dürfen mithelfen, sie neu aufzubauen. Und wie soll man das dann noch nennen? Kann man das noch Krise nennen? Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen klein, das Wort dafür, das stimmt. Das ist so neu. Ja, und an der Stelle finde ich es auch wirklich wichtig, viel im Gespräch zu bleiben. Also was ich erlebe, oder wie bitte? Im konstruktiven Gespräch. Ja, natürlich im konstruktiven Gespräch. Also was ich erlebe und was mir aber auch eine Freundin aus einer anderen Stadt erzählt hat, von ihren Freunden, das hat mich dann doch erschreckt. Es gibt dass doch viele, also ich weiß nicht viele, aber eben doch einige, was mir zu Ohren gekommen ist, hochsensible Menschen durch diese Situation so verschreckt und verängstigt sind, dass sie nicht mal mehr in der Lage sind, sozusagen die alternativen Medien hinzuzuziehen, um sich von zwei Seiten ein Bild der Situation zu machen und dann zu entscheiden, habe ich Angst oder gehe ich in das kreative Gestalten der Zukunft? Ne? Das obliegt ja jeder Person. Ne? Und das finde ich
sehr, sehr bedauerlich. Und da würde ich gerne, also ich meine, ich weiß, man kann es nicht, aber schon auch immer wieder daran mitwirken, zu sagen, hey Leute, ne, schaut euch wenigstens an, hört euch was an, tut euch Gutes, schaut Videos, die eher aufbauend als abbauend sind und so weiter und so fort. Ne. Wir können das doch tun, Cordula. Letztlich mache ich das täglich. Ich mache es auch, die Menschen zu erinnern, steckt nicht den Kopf in den Sand. Aber das ist bei Hochsensiblen so schnell passiert, die eben diese Gabe nicht als Gabe, sondern als Fluch sehen. Ich habe jetzt gerade wieder heute einen Kommentar gehabt zu, ich habe jetzt gerade die Engelbotschaft für Mai und Juni hochgeladen und ein Video gemacht zum Thema inkarnierte Engel, weil viele Hochsensible auch wirklich mit dieser Engelkraft angekommen sind auf die Erde. Nach meiner Philosophie, es ist ja nur eine Philosophie. Und da stand tatsächlich drunter, wie, verdammt nochmal, soll ich dieses Leben wertschätzen? Ich bin jetzt 50 Jahre alt, ich habe das Gefühl, ich zerbreche an dieser Krise. Es war vorher schon sehr schlimm, mein ganzes Leben, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie soll das noch gehen? Und ich war dann... Also ich fühle mich wirklich in die Kommentare rein. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen kann, weil es echt ein bisschen Überhand nimmt, aber ich bin wirklich noch dran. Ich lese das alles und ich habe da reingeschrieben, ja, ich kenne das. Wir haben immer die Wahl, wir können uns umbringen. Ich sage es jetzt mal ganz klar. Ich stand so oft an dem Punkt, dass ich mich umbringen wollte, weil ich das Leben nicht mehr ertragen habe. Wir können das tun. Aber das Leben ist zu schön. Es ist zu schön. Es ist so toll, wenn wir es mal aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ja. Wenn wir eben erkennen, dass diese Welt darauf wartet, dass wir aus diesem starren Funktionieren herauskommen. Und deshalb bin ich dankbar, dass diese Krise viele, viele Menschen erinnert, wer sie wirklich sind. Dass es nicht der Sinn der Sache ist, dass wir wie Heuschrecken diesen Planeten leer fressen und dann vielleicht auf den nächsten Planeten hüpfen oder aussterben, ja, weil nichts mehr zu essen da ist. Sondern wir sind hier, um miteinander, mit der Natur im Einklang zu sein, das zu nutzen, was wir natürlich konsumieren können, auf eine achtsame, respektvolle Weise. Und für mich ist das mein Antrieb, weiterzumachen, dass ich immer noch optimistisch bin, dass wir uns in diese Richtung weiterentwickeln können. Das Beste aus dem Alten mitnehmen und auf moderne Weise in das Neue hinübernehmen und da wieder ganz was Neues schaffen. Aber ja, wie du schon sagst, viele zerbrechen jetzt daran, dass sie nicht mehr wissen, wie geht's weiter. Ja. Die denken, ja, ich habe doch gesagt, ich will das neue Zeitalter, kann das jetzt mal bitte anfangen? Ja, ich würde gerne von unserem Projekt erzählen. Bitte. Womit wir tatsächlich eine bestimmte Gruppe hochsensibler, hochbegabter Menschen unterstützen können. Und mein Eindruck ist, dass gerade jetzt auch in dieser Zeit das sehr, sehr wertvoll ist. Und zwar haben wir in Berlin bei der Erfolgsmanufaktur ein Projekt gegründet, bei dem wir hochsensible und hochbegabte Menschen, so sie denn im ALG 1 oder 2 Bezug sind, ein Coaching erhalten. Und zwar von hochsensiblen, hochbegabten Coaches. Das heißt, wir sind da nicht nur interessiert, sondern wir setzen um, ein Coaching nicht nach Schema F, sondern speziell zugeschnitten auf diese Zielgruppe. Das heißt wirklich mit dem Wissen, was bedeutet es, hochsensibel zu sein, was bedeutet es, hochbegabt zu sein. Und ich hatte heute Vormittag gerade ein Coaching mit einem jungen Mann. Der hatte jetzt erst 2 Stunden, das war jetzt die dritte Sitzung, ja, und er war so beflügelt und er sagte, dass, also es ging bei ihm um eine Umorientierung beruflich und er hatte schon Ideen, aber er wusste nicht, ob das jetzt passt und so weiter und so fort. Und das war irgendwie irre, was er erzählte. Er war so beflügelt, er war so glücklich und hat gesagt, es hat so viel in Gang gebracht, diese 2 Sitzungen, dass er gleich dies angefangen hat und das angefangen hat und hier was gemacht hat. Und da kamen gleich schon Feedbacks also er bekam Reaktionen auf das, was er getan hatte. Und
das ist sozusagen das Ziel, ja, also das hochsensible Menschen, und das sehe ich halt schon lange so, wir haben einfach ein unglaubliches Potenzial in uns, aber dieses Potenzial liegt viel zu oft brach. Es ist versteckt in Kisten und abgeschlossen, ja, Aufschutt und was da nicht alles drüber liegt. Und also wir ermöglichen halt in diesem Coaching eben einer Zielgruppe, die sich normalerweise ein Coaching bei so jemandem wie dir oder mir sonst nicht leisten kann, zu sagen, also ist, im Moment ist es halt erstmal nur der Berliner Raum, zu sagen, okay, geht zu den Ämtern, beantragt das, ja, beziehungsweise vorher sollten sie sich bei mir melden, damit ich sie auch entsprechend instruieren kann. Mhm. Und dann können wir das auch umsetzen. Und da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, Notwendigkeit auch, eben aus den Gründen, die wir gerade auch genannt haben. Aber natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die Menschen dann auch wirklich zu stärken und zu unterstützen und zu sagen, hey, du wirst gebraucht. Also oft, also ich übertreibe jetzt mal, ich meine, so coach ich nicht, aber zu sagen, dann auf die Füße, ja, komm bei dir an, sei du selbst, entdecke, wer du bist, und dann gehe damit und bring das in die Welt und unterstütze diese neue Welt, diese neue Bewegung, dieses neue Bewusstsein. Gibt es denn, mit Sicherheit hast du dich intensiv damit befasst, spezielle Berufe, wo du sagen würdest, da passen Hochsensible super rein? Jein. Generell passen alle Berufe, wo ein hochsensibler, hochbegabter Mensch seine Komplexität und seine Selbstständigkeit und seinen Tiefgang gut ausleben kann. Das kann ich auch als Straßenkehrerin machen, rein. Ne, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich manage hier die Route, ich kann die machen, wie ich will, ich kann meditativ hier den Besen schwingen, das stört mich überhaupt nicht. Möchte ich ein kleines Beispiel anbringen? Ich habe ein Buch geschrieben, das war mein erstes, da habe ich Hochsensible interviewt, weil damals gab es wissenschaftlich noch nicht so viel Neues und ich wollte nicht irgendwie das erzählen, was 5 andere schon geschrieben hatten. Und dann kam aber in den Runden der offenen Hochsensibilitätstreffen in Berlin, kam immer die Frage, ja, wie erkenne ich denn im Alltag, ob ich hochsensibel bin oder nicht? Und das ist auch wirklich eine wichtige Frage. Und dann dachte ich mir, naja, dann interview doch mal Hochsensible. Wie ist das im Alltag? Was erleben die? Was waren die Schwierigkeiten? Wie haben die sich gezeigt? Was haben sie getan? Was hat geholfen? Wie geht es ihnen heute? Und da sind 9 Interviews drin. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Was war der Ausgangspunkt? Wollte ich mal erklären, was man in Bezug eben so auf eine Tätigkeit... Ja, genau. Danke, genau. Und da war eine Frau dabei, die ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich es korrekt ausdrücke, sowas wie Chemielaborantin. Und die erzählte mir in dem Interview, eine ihrer Aufgaben wäre es, Zellen mit einer Nährstofflösung zu versehen. Und dann hätte sie Paletten mit hunderten solcher Zellen und müsste also tausende solcher Zellen jeden Tag versorgen, weil die ja jeden Tag ihre Nährstofflösung brauchen. Und dann sagte sie mit dem Inbrunst von Stolz, in diesen 15 Jahren, seit sie das gemacht hat, hat sie nur eine Zelle verloren. Oh. Und das sage ich, das ist Hochsensibilität. Oh, ja. Und ganz viel Geduld. Genau. Ne? Auf der anderen Seite gibt es viele Hochsensible oder Hochbegabte, die sagen, das würde, also ich auch, es würde mich verrückt machen. Ja, ich würde in dieser Eintönigkeit, in diesen gleichbleibenden Abläufen, würde ich kirre werden. Ich brauche immer was anderes. Ich muss mal hier arbeiten, mal da arbeiten, mal alleine arbeiten. Mal das bin Menschen. Ich. Ja, genau. Und also insofern sage ich, nein, es gibt keinen generellen Beruf. Dann gibt es aber inhaltlich tatsächlich Berufe, die sehr gut für Hochsensible passen, als das wären sämtliche Berufe, die sich mit Menschen befassen. Also von der Heilung bis hin zur Bildung, Forschung, weil Forschung in die Tiefe geht. ITler sind ganz oft Hochbegabte und somit dann zuweilen auch Hochsensible, weil die ihren eigenen Stiefel fahren, weil die völlig abgeschottet arbeiten mit hochkomplexen Inhalten. Ja, ist ein ganz typisches Feld.
Alle künstlerischen Berufe, ja, genau, weil der Selbstausdruck dort sozusagen seine höchste Ausdrucksform finden kann. Also es sagt jetzt nichts über den Inhalt aus, sondern über das, über die Tätigkeit. Ne? Genau, ja, mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber nein, es ist ja schon sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, wir verlinken unten mal dein Projekt, ja, also und alles, was du so machst, weil ich das total toll und wichtig finde, dass Hochsensible wirklich mal ganz konkret gefördert werden. Ja. Denn was ich merke, um jetzt nochmal so auf das Thema Hochsensibilität und Krise und Veränderung einzugehen, eine gewisse Struktur ist wichtig, um nicht zu zerbrechen in solchen Krisenzeiten und ein Ziel zu haben. Das ist, wenn eine Berufung da ist, für die man lebt, für die man sich begeistert, die Freude macht, dann hat man automatisch einen höheren Energielevel. Dann komme ich nochmal mit dem Bogen zum Ego. Je höher unsere Energie und Freude ist, desto weniger hat das Ego zu sagen und stellt sich zwischen uns und den neuen Schritt. Also wenn mich etwas antreibt und begeistert und ich sage, ja, das möchte ich jetzt ausprobieren und neu entdecken oder das ist mein Leben, ja, wie diese wundervolle Chemielaborantin, die gesagt hat, das mache ich für mein Leben gerne, ja. Dann sind wir stabiler im Leben. Und deshalb ist so ein Projekt, wie ihr es macht, toll, dann das Hochsensible neue Ziele finden und gleichzeitig, wie du es so schön beschrieben hast mit dem jungen Mann, auch gefördert werden, dass sie sich trauen, etwas für dieses neue Ziel zu tun und sich nicht mehr verstecken und diese Gabe nicht nutzen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieses nicht mehr verstecken, weil dieses Gefühl von das, was eigentlich in mir steckt, sofern es mir überhaupt bewusst oder halbbewusst ist, kann nicht in Ordnung sein. Ich habe so viel Prügel, Häme, also Prügel im übertragenen Sinne oder Häme dafür eingesteckt. Und das beginnt ja oft schon so früh, dass das überhaupt nicht über den analytischen Verstand geht, sondern dass das sozusagen direkt in die Zellen geht und als selbstverständlich gesehen wird. Und sich da rauszubewegen, ist ein tiefer und es ist auch ein längerer Prozess. Das geht nicht eben mal so, ich mache 3 Sitzungen und dann bin ich durch, genau. Sondern auch wenn, so wie jetzt bei dem jungen Mann, ne, der geht jetzt seinen Schritt, der macht jetzt die Tür auf, was wunderbar ist. Und dann wird er auch eine Weile gehen können. Und dann kommt irgendwann, ich sprach vorhin von der Spirale, also ne, der Entwicklung in Spiralform, dann wird er irgendwann wieder auf ein Thema stoßen. Ah, kenne ich schon. Genau. Und aber okay, er wird es auf einer anderen Ebene bearbeiten können. Ja. Und auf diese Weise versuche ich auch immer wieder Menschen, die in Beratung oder ins Coaching kommen, Mut zu machen. Nicht so, wie es die klassische Schulpsychologie sagt, irgendwie, naja, wir bearbeiten das jetzt in der Therapie, ob das in der Klinik ist oder in welche Form auch immer. Und dann werden sie als geheilt entlassen. Sorry, aber tiefe Themen sind dann nicht geheilt, sondern die sind dann auf der einen Ebene angeguckt und die werden dann auf der nächsten Ebene wiederkommen. Und das ist ein Prozess. Und ich habe mit Therapie bei mir selber angefangen, da war ich 26. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Und irgendwann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, habe ich gedacht, es fühlt sich aber nicht mehr an wie Therapie. Ja, und sondern dann habe ich überlegt, ja, was ist das denn dann eigentlich? Ne? Und dann habe ich es irgendwann Persönlichkeitsentwicklung genannt. So, und das stimmte seit so ein paar Jahren, 2-3 Jahren, stimmt das auch nicht mehr. Und inzwischen sage ich, das ist tatsächlich Bewusstseinsarbeit. Das heißt. Leben, genau. Ne? Das heißt, natürlich ist es am Anfang Therapie oder wir nennen es Therapie. Aber der Sinn und Zweck des ganzen Großen dahinter ist für mich tatsächlich die Bewusstseinsentwicklung. Ja.
Da finde ich, wenn ich das mal aufgreifen darf, deine Trinität immer so schön, die du immer mal wieder bei verschiedenen Videos anbringst. Ne? Also zu sagen, da gibt es das Hell und das Dunkel, diesen Plus- und Minuspol, aber da gibt es jetzt eben auch noch das Bewusstsein. Ich habe es noch nicht so ganz erfasst, aber ich fühle, dass da was Spannendes als Dynamik drinsteckt. Enorm dynamisch. Also einerseits ist es eine Entlastung, weil zwei Pole schon eine mega Spannung ausmachen, wenn man es mal so in Dreiecksform sieht, wenn dann eine neue Ebene dazukommt, entlastet es einfach den Druck auf uns Menschen. Und es ist ein Weg da hinein. Also das Satya Zeitalter, ne? Wir waren im Kali-Zeitalter, das kommt ins Satya-Zeitalter, das wird ja auch das goldene Zeitalter genannt. Es ist unglaublich, was da jetzt alles eben an Neuem geschieht, dafür präsent zu sein und eben aus der Angst herauszukommen, bedeutet jetzt gerade für dich und mich viel Potenzial, weil wir jetzt erleben dürfen, dass so eine Krise den Menschen mit einem Schlag auf den Hinterkopf das Brett vom Kopf reißt, ja, also das, mit dem sie rumgelaufen sind, ja, das bam, geht das Brett weg, so, was ist denn hier los, ja, und das ist ja so faszinierend, seit letztem Jahr hat YouTube so viele spirituelle Videos in Ebenen geschossen, die damit nichts zu tun hatten. Und das ist ganz faszinierend. Also man kann ja über YouTube und diese Form der Medien sagen, was man will, aber ich bin höchst dankbar, auch für Facebook. Egal, ob da eine Spionage hintersteckt, ist mir völlig peng. Ich entscheide ja selber, was ich reingebe. Ist dann halt sichtbar. Aber die Vernetzung mit Gleichgesinnten ist, seit es das Internet gibt, so radikal angestiegen. Mhm. Ob wir jetzt eben neue Gruppen bei Facebook gründen, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, Lichtmenschen und Erdenengel, ja, oder ob es halt so ein Hochsensibilitätsnetzwerk in Berlin gibt, wo sich die Menschen live begegnen können, ja, und sprechen können, austauschen können. Und das gibt es ja überall. Also die viele Hochsensible laufen auch immer noch mit Scheuklappe rum. Ich bin so allein auf der Welt. Und dann sage ich in den Coachings immer, Moment mal. Wenn wir 15-20% der Weltbevölkerung ausmachen, sind das ein Fünftel oder ein Sechstel. Und wenn wir nur mal wahrnehmen, dass vielleicht auf unserer Straße 100 oder mehr Leute wohnen, dann wohnen in dieser Straße mindestens 20 Hochbegabte oder Hochsensible. Hallo? Wir sind nicht alleine. Never ever. Ja? Und die letzte Forschung, die auf dem HSP-Kongress der Heiligen Feller Klinik vorgestellt wurde, da ist es sogar noch mehr, nämlich ungefähr ein Drittel. Wow. Es werden, genau, also die haben, also bisher haben wir immer mit zwei Kurven gearbeitet, also derer, die normal sensibel sind, also mit den 80-85% und die 15-20% hochsensibel. Die machen, die haben jetzt drei Kurven aufgemacht, das ist sozusagen der neueste Stand, wo sie sagen, es gibt eine niedere Sensibilität, eine mittlere und eine hohe. Und die hohe Sensibilität wäre das, was wir als Hochsensibilität bezeichnen. Das sind alles auch diese Gaußschen Normalverteilungen. Einfach allerdings an den niedrigen Endpunkten, da überlappen die sich. Mhm. So, ne? Aber es ist eben nach wie vor nicht, dass wir sagen können, so wie bei Intelligenz, da gibt es eine Kurve. Ja, also es gibt die mit leider etwas wenig Intelligenz, dann gibt es das große Hauptfeld und dann gibt es halt die drei Hochbegabten laut Statistik. Gut. Na, und also da ist ein Unterschied und es scheint mehr zu werden, was in spirituell ja auch interessant ist, im Hinblick auf, werden wir hochsensibler durch mehr Spiritualität? Ist durchaus eine Frage, die so manchmal kursiert. Ich finde es schon. Also das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir werden so geboren, weil wir es mit der Schwingung von unseren Eltern abbekommen, die sich ja über viele Generationen aufgebaut hat. Es gab immer schon Hochsensible. Es gibt ja auch genauso viel hochsensible Tiere. Warum? Weil wir diejenigen sind, die die Welt in Balance halten.
weil wir diejenigen sind, die das Herz mitbringen, die Seele mitbringen. Das ist ja unsere Aufgabe. Wir waren immer die Schamanen, wir waren die Geschichtenerzähler, die Umarmer, die Richter, weil wir so unglaublich gerechtigkeitsfanatisch sind. Deshalb rebellieren jetzt gerade auch ganz viele Hochsensible und sagen, ich mache das Spiel nicht mehr mit, dieses Kasperle-Theater. Und es gilt mal wahrzunehmen, ohne uns wäre die Welt schon längst im Eimer. Denn es gibt ja, haben sie ja fast geschafft. Ich meine, welche Rolle hatten die Hochsensiblen in den letzten 150 Jahren? In der Gesellschaft, in der Politik. Sie sind an den Rand gedrängt worden seit den Zeiten der Aufklärung, weil man eine Seele nicht sezieren kann und Gefühle nicht steuern kann. Also vermeintlich nicht steuern kann. Und es ist schwierig, uns zu packen. Wir sind wie glitschige Fische. Wir flutschen immer raus, weil wir uns nicht kategorisieren lassen. Es ist ja auch nicht jeder Hochsensible gleich. Wir sind wie Millionen Facetten eines Diamanten. Und wir sind an den Rand gedrängt worden und die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt müssen wir uns zeigen, mehr oder weniger jedenfalls. Nicht alle müssen ja wie wir so in der Öffentlichkeit rumhopsen. Ja, wobei das manchmal auch Spaß macht. Ja, das würde ich auch nicht tun. Spaß ist für mich ein Antrieb. Also ich sage immer, es gibt in jeder Gruppe, seien es zwei Leute, seien es 2000, sei es ein ganzes Volk, wie auch immer. Es gibt immer Aufgaben im Leben, die sind herausfordernder, die sind komplexer, die sind schwieriger und so weiter. Und dann kann ich natürlich überlegen, setze ich da jemanden ran, der von der Sache keine Ahnung hat und sich mühsam einarbeiten muss, in welchem Feld auch immer, völlig egal. Oder setze ich jemanden ran, der sozusagen den Umgang mit dieser Herausforderung oder das Thema auch an sich sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat, so wie du das so quasi beschreibst über die Epigenetik. Und das ist einfach nicht passiert. Und das ist das, also aus meiner Sicht in den letzten, frag mich wie viel, 100 Jahren. Ja. Es hat immer die Ausnahmen gegeben, die natürlich auch immer wieder in der einen oder Form, anderen Form rausgestochen sind, sei es über die Kunst, das Schriftstellertum oder eben auch Verrücktheiten. Friedensstifter, Gandhi, Mutter Teresa, ja. Dalai Lama, ja, Friedensstifter. Genau. Und ich sehe es einfach so, dass wir heute wirklich an dem Punkt stehen, dass wir diese Leute wirklich wieder dahin stellen müssen, wo sie hingehören. Nicht, weil, das sage ich auch immer, wenn ich Vorträge halte, ich sage nicht, es geht aus meiner Sicht überhaupt nicht darum, dass hochsensible Menschen was Besseres wären, nur weil sie bestimmte Gaben haben oder so. Augenhöhe. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern ich mache immer auf, welchen Sinn und Zweck verfolgt die Sache. Also was für einen Nutzen habe ich davon, dass jemand bestimmte Dinge einfach leichter umsetzen kann oder einen anderen Zugang dazu hat und damit bestimmte Dinge anders lösen kann, die dann aber für die Gesamtheit oder für die lange Sicht gesehen einfach viel sinnvoller oder viel effektiver sind. Ne? Und das finde ich immer in dieser Diskussion ganz, ganz wichtig zu sagen, um aus dieser Wertigkeit rauszukommen. Ja? Da haben wir wieder das Ego. Das Ego sagt ja gerne, ich bin was Besonderes. Ja, ich bin hochsensibel auch sehr oft, ja. Auch im Sinne des Jammerns, ja. Ich arme, ich bin ja hochsensibel, ich kann das nicht. Das stimmt auch. Bestimmte Dinge können wir nicht. Dafür können wir andere Sachen besser. Das geht aber jedem Menschen so. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal so die ganze Sache abrunden. Wir haben jetzt viele Felder geöffnet. Was wäre jetzt für dich nochmal so der Blick auf das Aktuelle, mal ganz klar gefragt. Lässt du dich impfen? Lass ich mich impfen? Nein, auf keinen Fall. Da bin ich ganz klar. Ja, also ich lasse mich, also ich habe auch schon sonst irgendwie seit Jahrzehnten jegliche Impfungen außen vor gelassen. Ich habe noch nie eine Grippeimpfung mitgemacht. Ich lebe immer noch. Wir haben ein Kind in der Familie, die hat Mukoviszidose. Wir haben lange, lange überlebt. Was sie geimpft bekommt
Und wir haben es so lange wie nur irgend möglich rausgeschoben, damit sie erstmal überhaupt die Chance hatte, als Säugling und Kleinkind überhaupt ein Immunsystem aufzubauen. Die Schulmediziner hätten gleich mit 3 Monaten geimpft. Und das war die Zeit, wo sie überhaupt anfing, Nahrung zu behalten. Das heißt, die war total geschwächt. Die war ganz, ganz malat. Und also ich bin, ich sage nicht, man soll sich gar nicht impfen. Wer das Gefühl hat, es zu brauchen oder sich sicherer zu fühlen, möge es machen. Ich habe einfach zu wenig Vertrauen da rein in das, was dort passiert, in der Impfung selbst. Und ich gewinne in den letzten Jahren immer mehr Zutrauen tatsächlich zu der natürlichen Medizin, zur alternativen Medizin. Ich habe langsam, also ich bin da relativ resistent, aber ich habe trotzdem jetzt langsam angefangen, mich gesünder zu ernähren und habe es auch geschafft, jetzt auch so kleine Rituale, Ernährungsrituale zu installieren, von denen mein Immunsystem definitiv stabiler geworden ist. Ich war früher an jeder Ecke krank, ja, und alle 3 Wochen da konnte ich fast die Uhr nachstellen. Und ich hatte im Januar irgendwie ein bisschen Schnupfen und das war's. Ne? Man kann so viele tolle Sachen machen und da liebe ich halt die alternativen Medien, egal in welcher Richtung. Rüdiger Dahlke und viele, viele andere tolle Mediziner, die... hi Kitty! Ja, musst du dich mal vorstellen? Wer ist das? Ja, Lollo. Lollo, ja, hi Lollo. Also sich wirklich mal zu informieren und auch, wie du schon sagtest, positive Dinge zu teilen. Wir dürfen die Menschen, wir können sie auch nicht missionieren, sondern zu inspirieren. Je besser es uns geht und ob wir eben in der Öffentlichkeit sind oder nicht, nicht jeder Hochsensible hat die Lust, sich öffentlich zu stellen und zu reden, müssen wir auch nicht. Wir können für uns leuchten, wir können für uns stabil sein, gesund sein und das strahlen wir aus über die Schwingung in die ganze Familie, ohne dass wir reden müssen. Und dann kommen Leute und sagen, hey, Moment mal, vor 10 Jahren ging es dir so schlecht, du sahst so furchtbar aus und du warst so krank, wieso geht es dir jetzt so gut? Und dann können wir erzählen. Ja? Genau. Aber letztlich geht es darum, jetzt nochmal eben auf den Jetzt-Zustand zu kommen, dass wir uns nicht Angst machen lassen. Der Angstvirus ist viel, viel gefährlicher als der Grippevirus, der einfach nur ein Grippevirus ist. Ja. Und alles, was danach kommt und was darauf aufbaut, ist nur eben ein Kasperletheater. Und ich bin der Überzeugung, da stehe ich auch weiterhin zu, wenn wir das überstanden haben und uns wirklich behaupten und sagen, wir lassen das nicht mehr mit uns machen, es ist so durchschaubar, das ist so lächerlich, dieses Spiel, uns einzusperren, uns zu zwingen, etwas zu tun und in unseren Körper reinzulassen, das da nicht reingehört. Wie gesagt, Selbstverantwortung. Jeder so, wie er oder sie es empfindet. Ich persönlich sage, nicht in meinen Körper. Und je stabiler wir sind, je machtvoller wir uns fühlen, je besser wir uns fühlen, desto klarer können wir entscheiden und reagieren. Ja. So zum Abschluss einfach nochmal meins, was ich sagen möchte. Was möchtest du noch zum Abschluss sagen? Ja, also ich finde den Aspekt, den du gerade nochmal angesprochen hast, sehr gut und sehr wichtig. Das heißt, wenn wir selbst, also jede Person, jeder Mensch bei sich selbst, sich gut fühlt, bei sich ankommt, eine innere Stabilität entwickelt, dann ist das, so wie dein wunderbares Bild da hinten oder hinter dir, was ausstrahlt, was Strahlen aussendet. So, ich muss dann nicht unbedingt viel Überzeugungsarbeit machen, nicht drüber reden oder so. Es mag an bestimmten Stellen wichtig sein, so, aber dann eben ganz gezielt, so wie wir das jetzt tun. Aber ansonsten ist es wirklich das Ausstrahlen, also sozusagen das Charisma, was wir dann uns entwickelt haben. Und ja, das wünsche ich mir einfach, dass wir das schaffen in gemeinsamer Arbeit, jede so auf ihrem Gebiet,
viel die Hochsensiblen zu inspirieren, Mut zu haben, sich ihren Weg anzugucken, sich auch Hilfe zu holen. Ja, weil man kann diesen Weg einfach nicht alleine gehen. Ich sage es immer wieder, ne? Man kann viel alleine machen und man sollte auch viel alleine machen oder viel aus sich heraus inspiriert. Aber es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht alleine. Und dann ist es gut, sich zusammenzutun, sich Hilfe zu holen. Und das Wichtigste ist einfach, wirklich ins Strahlen mit sich selbst zu kommen, gerade in diesen Zeiten. Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstverantwortung. Genau. Ja, ja. Wundervoll, liebe Cordula. Vielen, vielen Dank für dein Sein, das, was du alles tust für die Menschen. Das finde ich ganz großartig. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann mal wieder zu einem anderen Spirit Talk oder zu etwas anderem Schönen. Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal tatsächlich auf Mallorca, wie es ja mal geplant war. Ja, genau. Ja, das wäre super. Super. Ich habe es nicht aufgegeben. Es ist noch in meinem Plan. Ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Genau, genau. Ja, hab ganz, ganz vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich freue mich, wenn wir uns mit unserem Spirit Talk hier tatsächlich auch draußen euch inspirieren können, euch einladen können. Ja, auf euch mutig und neugierig auf euren Weg zu begeben. Wundervoll, dem ist nichts hinzuzufügen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an dich, liebe Cordula. Und genießt euer Leben, egal was passiert, denn dann sind wir in der Lebensfreude. Das ist die größte Schwingung, heilsamste Schwingung, Beste, was wir tun können. In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße hier aus Mallorca. Ja, viele Grüße aus dem Umland von Berlin. Eine schöne Zeit euch und ja, bis bald. Ciao. Ja, tschüss, bis bald.